Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play WoW Pandaren Monk. Ja, wir haben noch zwei übrig, ne? Zwei Heroes, die wir jetzt auch noch gerne machen wollen. Everbloom sind wir drin gewesen. Wir haben noch die Bloodmouth Slagmines auf Hero und das Grimrail Depot. Da finden wir nochmal eine Gruppe und währenddessen können wir nochmal ein bisschen Pet Battles machen. Ja, also die dauert, na, 9 Minuten. Ja, kriegen wir hin, ne? Kriegen wir hin. Für dieses Trio an Vögeln habe ich das Nordrassel Wisp. Ja, eine ungeborene Valkyre. Ja. Name to be changed, ja. Und die Glowfly. Die ist eigentlich immer recht praktisch, diese Glowfly. Und ihr seht jetzt gleich auch. Na, also die kriegt halt Magieschaden. Deshalb, ne, ist auch Flug, deshalb habe ich eben auch den Wisp dabei. Und ihr seht, der hat schon einen sehr, sehr gutes Skillset hier auch, um eben durchzukommen. Ne, er hat jetzt natürlich, ehrlich gesagt, ziemlich viel Glück gehabt. Ne, 50% Misschance. Aber prügelt halt trotzdem ordentlich einen rein. Und da kommt auch schon der Nächste, der sich jetzt wahrscheinlich heilen wird. Das machen die eigentlich, also das... Nein, er macht Damage. Das ist neu. Aber gut, ne, warum nicht? Warum soll er das nicht dürfen? Macht ja auch nichts. Wir ficken ihn hoffentlich trotzdem weg. Ja, der Penner kann sich auch heilen. Voll der Bastard, ey. Und macht noch eine Crit-Chance mehr hier. Also ihr seht auch, die Vögel sind nicht ganz so ohne. Also wenn man da echt Pech hat, zersäbelt es einen hier doch ganz schön. Und was macht er jetzt? Normalen Hit. Ja, nice. Macht trotzdem nochmal einen Crit, ne? Ich meine, warum nicht? Critten soll doch, wer kann und darf. So, da, ja, nice, ne? Kriegen wir mal einen 600er Crit. Archimedes! Der kleine Vogelpopo. Ne? In 4 Runden ist der tot. Definitiv. Wollen wir doch mal hoffen, dass die Valkyre so lange überhaupt... Ja, also ich tippe mal nicht, dass die Valkyre so lange überlebt. Das wäre jetzt so eine... Ja, das war es irgendwie schon. Es sei denn, ich kritte ihn jetzt tot. Dann können wir gleich nochmal von vorne probieren. Ich kritte ihn nicht tot, aber auch mit wie wenig Life er das überlebt, verdammt. Naja, da hätte ich eben mal nicht hier den Curse of Doom machen sollen, sondern einfach reinhauen müssen. Und dann wäre der Käse gegessen gewesen, aber gut. Ne? Ihr seht auch, selbst wenn man ein gutes Setup hat, vom Team her, kann es immer noch sein, dass die einen wegficken. Ne? Einfach nur, wenn ihr gleich jetzt mal schaut, mein Flash, ne, blindet das Viech, 50% Misschance. Ja, und da hat man halt entweder Pech, ne, wie gerade, oder man halt Glück. Und krittet ihn halt weg. So, und jetzt schauen wir mal. Na, das war nice. Ja, das war klar, dass er jetzt nicht stirbt, aber gut. Ja, und kommen wir nochmal gucken, ob wir jetzt wenigstens dann den anderen nochmal bekommen. Aber ich glaube, der haut jetzt auch meinen Wisp weg. Ja, der haut meinen Wisp weg. Da wäre es, glaube ich, intelligent, die Valkyre zu nehmen. Ja, jetzt heilt er sich, der Bastard. Und da erst nochmal ordentlich Damage drauf zu machen, ne, bevor wir die Wisp eben auch reinschicken. Ist eigentlich eine sehr nice Sache, das Haunt hilft unheimlich. Und können wir mal ein bisschen hier auch, ne, wieder reinhauen mit unseren Dots. Also sofern das Viech stirbt, bevor mein Viech stirbt, kommt meine Valkyre wieder, glaube ich. Und wenn ich das nicht schaffen sollte, dann sieht es alt aus. Aber ihr schafft, ne? Valkyre ist wieder da. Mal gucken, ob wir jetzt nochmal hier was drauf kriegen. Ja, zumindest das Gift kriegen wir nochmal drauf. Auf den Archimedes. Und also diesmal sollten wir das mit der Valkyre doch, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Wir hauen jetzt auch einfach mal direkt hier raus, ne? Anstatt... erstmal irgendwas hier aufzuladen oder so ein Scheiß, ne? Also brauchen wir nicht. Und diesmal gewinnen wir auch, wie ihr seht. Also ist alles eine Frage der Taktik, ne? Man muss es halt nur ein, zwei Mal gemacht haben und dann sieht man auch ganz leicht, wie ja, die Fähigkeiten von den Pets eben aussehen, in welchen Runden sie welche Fähigkeit einsetzen. Und dann ist die ganze Kiste auch nicht mehr so schwierig. Wir haben hier noch eine ja, Garnisonskampagne. Dark Tide Roost. Werden wir annehmen, aber jetzt noch nicht machen, denn wir wollen ja gleich in den Dungeon rein. Und es wird ja immer länger mit der Wartezeit, hey.
Ja, ich habe also größtenteils auch schon meine Dailies hier eben gemacht, ne? Da ist nicht mehr viel übrig. Oh, 56 Pet Charms, ne? Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Pro 3 gibt es ein Level Up, ne? Also ich habe jetzt 56, das heißt, ich habe knapp 20 Level, wo ich jetzt jemanden boosten könnte. Und dann müsste man doch eigentlich mal schauen, ob sich da nicht irgendjemand anbietet. Diese müssten jetzt auch gefiltert sein nach Level, ja. Also ich glaube, die Motte bringt nicht viel. Ein Kritter hochbomben bringt auch nicht so viel. Die Kakerlake ist 23, das reicht eigentlich auch schon. Nur hier haben wir noch so einen Hüpfer, so einen Grashüpfer. Das ist halt immer schwierig, ne? Welchen pusht man hoch, welchen eben nicht. Und die eigentlich interessanten Pets, die ich gerne hochgebracht hätte, ne? Sind halt hier unten noch so ein paar. Also den Hordeballon und so, ne? Die natürlich nicht, logischerweise. Aber so ein Wolpertinger ist doch ganz nett. Oder Winters kleiner Helfer ist doch auch ganz niedlich. Das Rentier könnte man an der City Cockroach, ich glaube, die kann auch nicht viel anderes jetzt als die normale Cockroach. Aber der ist doch ganz niedlich. Also, es sind einige Pets noch hier. Stinker. Die man noch ja, hochpushen kann. Eben den Spirit of Competition hier. Den gab es mal. Battleground Event. Ja, weiß ich auch nicht mehr, wo es den gab. Also ich habe ihn auf jeden Fall doppelt. Der ist eigentlich auch ganz knuffig. Wo gab es den denn eigentlich? Ein World Drop in Feralas. Okay, nice. Na, der ist echt knuffig. Ist aber auch ein Drachen. Ne? Also Drachen habe ich eigentlich schon relativ viele oben. Eine Katze habe ich. Ich habe noch keine Katze hochgespielt, ne? Müsste mal eine Katze hochbauen. Hier, die sind auch niedlich. Und Mr. Chili, der Molten Corgi. Also, hab noch einiges an Pets hier offen, ne, dass man noch mal hochbringen könnte. Mechanisches Pet habe ich auch noch gar nicht oben. Ne, da könnte man eigentlich hier den kleinen Bling mal hochpacken oder die Iron Starlet. Warum ich denn? Ach so, einen habe ich ja Moritha genannt. Moritha! Und zweimal diesen Feline Familiar. Könnte man auch hochpushen. Ja, jetzt gehe ich gehe jetzt nicht durch meine kompletten Pet-Sammlungen durch hier. Das würde ein bisschen lang dauern. Und wäre auch ein bisschen langweilig. Wir kommen hoffentlich gleich in den Hero Dungeon rein, ne? Ich switche schon mal um auf Heiler. Hier hat sich ein bisschen was getan. Ich habe Schultern bekommen. Ja, sind immer noch nicht gesockelt, müsste ich mal tun. Ist ehrlich gesagt peinlich, ne? Wäre echt noch nichts gesockelt. Schultern bekommen, ich habe eine neue, ja, Brust bekommen. Die gab es dann eben von den Missionen. Auch Schuhe gab es da. Und ein Trinket, ne? Das ist eigentlich ein Raid-Trinket, das ich unendlich gerne mit meinem verfickten Priester endlich mal looten möchte, ja, aber ich krieg's nicht, verdammte Scheiße. Ja, das passiert dann halt mal recht fix, ne? Dass man mit dem Priester ewig lang reingeht und mit dem es einfach in eine scheiß Mission bekommt. Fickt euch doch alle, ne? Und ansonsten sind wir eigentlich recht gut. Da geht's los. Wir sind recht gut equipped. Ja, super. An sich, also dafür, dass wir noch nie in der Hero drin gewesen sind, haben wir eigentlich ganz gutes Equip, ne? Also 627 Item Level ist eigentlich ziemlich nice. Ich glaube, damit könnten wir sogar schon raiden gehen. Ja, aber das, ja, ich weiß halt nicht, ne, ob sich das lohnt. Also wir könnten natürlich auch LFR gehen. Hab da halt nicht so viel Lust drauf. Eine NHC-Gruppe, ja, bringt auch nichts. Da habe ich hier extra Let's Raids für, um das halt mal zu zeigen, wie das ist. Auch mit unserer Gilde. Und jetzt bei der Gilde zu sagen, ja, nachdem ich jetzt so häufig mit dem Holy Priest mit bin und mich da hab equippen lassen, gehe ich jetzt mal mit dem Panda mit. Ne? Also das wäre ja auch nicht so schön. Von daher bleiben wir beim Holy. Vielleicht komme ich ja mit dem Panda noch irgendwo anders mit. Mal schauen. Also ich habe jetzt schon mit dem Jäger und mit dem Holy bin ich schon raiden. Jeweils 2 Tage die Woche, ne? Da bleibt halt nicht mehr viel übrig. Hab ja auch noch so ein bisschen, ne? So ein bisschen hab ich ja noch ein Privatleben. Man glaubt's ja kaum. Aber das ist in der Tat noch vorhanden, trotz, ne, WoW-Spieler und Informatiker sind wir da doch noch vertreten, was ein Real Life angeht. Ja, nice. Bufft doch einfach mal drüber. Ups, hab ich nochmal gebufft. Wollte ich eigentlich nicht. Aber gut. Und ja, oh, nice. Da ist ja mein Jake. Oh, der sieht irgendwie ganz knuffig aus, ne? Mit dem Panzer, der Rüstung da. Ist eigentlich ganz schön. Einmal ein bisschen das Wasserelementar. Wo ist eigentlich Tank? Der Monk ist Tank.
Der Monk ist Tank. Gut, dann kriegt er auch die Heilung ab. Und wollen wir mal schauen. Also Grimgleis Depot ist, finde ich, einige der schwierigeren HCs. Alter, du müsstest vielleicht auch mal ein bisschen dich umdrehen und tanken. Das wäre echt nice. Ja, super. Alter, dreh dich doch bitte mal um, ja? Und tank mir doch mal bitte den Scheiß weg. Du hast 405k Life, Mann. Du bist nicht erst seit gestern Tank. Ernsthaft. Ja, also das muss ja nun nicht sein. So, komm. Liebe Leute. Also zumindest wirklich mal mir die Mobs wegnehmen. Hätte er echt können. Ich meine, ich kann ja auch nicht unendlich tanken. Und er hat auch wieder keinen Tisch gestellt. Ich liebe es ja, wenn Leute keinen Tisch stellen, so Magier. So, jetzt kann ich mir erst nochmal rebuffen. Der Tank hat, glaube ich, so in der Sonntagsschule das wirklich gelernt. Bam. Hadoken. Das finde ich ja, also so als Heiler, ne, ist man da immer so ein bisschen aufgeschmissen, wenn der Tank einem nicht die Mobs abnimmt. Und die sollten vielleicht mal auch, ja, wenigstens können sie den Typen diesmal downkriegen, bevor es zu Problemen kommt, ne? Weil wir wissen ja, wir haben es ja eben schon gesehen, ne? Die zünden eben hier diese hübschen Kreisel an und dann gibt's Aua. Ja, dann gibt's halt Aua. Und das ist unter Umständen sehr tödlich. Also die ganze HC hier ist wirklich nicht von schlechten Eltern, auch heute noch. Ihr nice. Ihr seht es auch, ne? Gut, ich glaube auch, der kann nicht dispellen. Von daher lassen wir ihm das mal durchgehen, dass er hier nicht dispelled hat. Aber trotzdem, es wäre halt schon ziemlich nice, wenn die Leute die Instanz halt mal ernst nehmen würden. Auch wenn sie vielleicht schon etwas besser equipped sind. Ja, andere Leute müssen das ja nicht unbedingt sein. Also ich zum Beispiel, ne? Also ich bin schon recht gut equipped, ja, muss man einfach sagen. Also für eine HC mit 627 bin ich eigentlich schon an der Obergrenze des Equipments angelangt. Aber gut, wollen wir doch mal schauen, ob das jetzt hier wenigstens halbwegs hinhaut. Wo ist der Tank? Gut, der läuft da rein. Und dann wollen wir noch mal schauen. Ui, ich bin eine Kaulquappe. Jo, Mann, du bist eine Kaulquappe. Ja, hat Kraft vollkommen recht mit seinem Kommentar. Sozialer Aufstieg beginnt. Machen wir mal ein Schild drüber. Ja, Monks sind jetzt nicht unbedingt ganz so die pornösen Multi-Damage-Healer. Und leider stehen wir auch immer so ein bisschen blöd da, ne? Nature lockt auch noch. Beware. Ja, wenn die Leute halt auch mal ein bisschen auf sich achten würden und es mir nicht ganz so schwer machen würden, weil, ich meine, ich bin nur mal ein Single-Target-Healer. Das ist leider einfach so. Also leider doch etwas unbrauchbar, muss ich sagen. Für Dungeons. Kram. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen ausweichen. Warum bin ich hier schon wieder Nature Locked? Ach, fick dich doch. Beware. Wenn die Leute mal ein bisschen besser aufpassen würden und weniger Schaden nehmen würden, könnte man hier auch mal ein bisschen rumheilen, ey. So. Ja, man kommt hier irgendwie auch nicht wirklich so zum Heilen. Also das Problem ist halt, wenn man ständig in Bewegung sein muss und man ist Monk. Ja, das ist ein Vibe, glaube ich. Das ist echt schwierig, wenn man, wenn die Leute halt auch selbst nicht aufpassen, ne? Aber das war auch so ein bisschen meine Schuld. Hätte ich besser vorbereitet sein müssen. Ich habe aber auch den Monk ewig nicht mehr gespielt, ne? Von daher ist es auch immer so eine Sache. Out of range? Gut. Aber wenn man halt schon weiß, ne,
Man hat einen Single-Target-Heiler nur dabei. Sollte man vielleicht auch mal ein bisschen aufpassen auf seinen Schaden. Wie gesagt, es ist auch ein bisschen ist natürlich auch meine Schuld. Ich hätte da auch besser heilen können. Da lag auch ehrlich gesagt so ein bisschen noch mit daran, dass ich eben. Ja, komme ich da jetzt ran zum. Ja, ich komme ran zum Reizen. Dass ich da halt auch den so ewig nicht gespielt habe. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Wenn man da jetzt voll drin wäre. Was? Invalid Target? Warum das? Er belebt auch wieder. Invalid Target. Ja, nice. Und da geht schon der erste. Ja, Blackrock, ne? Onyxia, Blackhand und Blackhand, da geht der nächste. Ja, nice. Jetzt habe ich ernsthaft so lange auf eine verwickte Gruppe gewartet. Und die lösen sich alle einfach auf. Ja, was ist denn mit dem los, hä? Ja, nice. Kann man jetzt hier vielleicht mal jemanden weiteren suchen? Okay, ja, super. Der Mage ist Lead und drückt nicht auf Ja. Willst du mich verarschen? Er ist offline, ey. Ja, super. Ich bin doch Lead, warum geht es denn nicht? Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein, hey. Das kann ja wohl nicht wahr sein, liebe Leute. Voll die verschwendete Wartezeit hier. Wie mich sowas ankotzt. Ich kann den nicht mal mehr kicken. 13 Sekunden. Kann ich dann vielleicht nach neuen Leuten suchen? Ja, super. Jetzt müsste es doch gehen. Muss der ernsthaft noch einen Reason angeben, so. Jetzt kann ich suchen. Nice. Bin ich mal gespannt, ob nochmal Leute kommen und wie lange das dauert, bis Leute kommen. Oh, das ging ja fix. Das ging ja fix und wir haben wieder einen Monk Tank. Das ist ja ganz schön. Rennt halt direkt schon mal rein. Ja, ich muss jetzt echt mal ein bisschen aufpassen, mit meinen Cooldowns ein bisschen arbeiten hier. Und mal ein bisschen schauen, dass das hier auch was wird. Also es ist echt ein Problem, ne, wenn man sich nicht bewegen darf. Als Heiler und aber da gefordert wird, dass man sich bewegt. Also das sind Monks schon so ein bisschen echt. Ja, unten durch einfach, ne? Das ist schon nicht so gut. Für Monks so einen Boss zu haben, wo eben viel Bewegung gefordert ist auch. So, schauen wir doch mal. Also er scheint mir da doch ein bisschen ja, besser zu sein. Nature Locked, nice. So, da kommt's. So, wenn man jetzt mal wieder ein bisschen Übung hat mit dem Scheiß, läuft das hoffentlich auch. Beware. Mad Dash kommt jetzt. Müssen wir natürlich auch mal ein bisschen aufpassen. Holen wir mal Xuan wieder raus zum Helfen. Und jagen wir mal ein paar von den Bällchen hoch hier, ne? So. Der Priest hält es, glaube ich, auch nicht für nötig, sich zu bewegen. Aber gut. Ne, dann beweg dich halt nicht. Aber das sieht doch schon deutlich besser aus, ne? Also, wenn man hier auch mal ein bisschen aufpasst, ne? Und ein bisschen aus dem Schaden auch rausläuft,
aus dem man eben rauslaufen kann, dann ist das doch schon wieder eine ganz andere Geschichte hier. Und durchaus auch heilbar für jemanden, der eben nicht in einem Raid gewesen ist, ja. Also die Leute meinen ja immer alle, sie könnten und wären und sollten, ne? Und wenn was eben nicht nach deren Meinung dann läuft, ist man ja gleich wieder der Kacknoob vom Dienst, ne? Ist man ja schon so gewohnt. Aber es läuft. Also ich bin echt von der Gruppe jetzt schon ein bisschen positiv angetan und freut mich doch, dass das jetzt trotzdem noch ein bisschen läuft. Ne, kann ja auch sein, dass wir eventuell nochmal wipen werden. Gerade so der zweite Boss ist eigentlich der schwierigere. Muss ich einfach sagen. So, ist er tot? Ja, ist er. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht sogar noch ein Item bekommen? Nein. Natürlich nicht, ne? Warum auch? Da kein Mage dabei. Der Mage eben hat auch leider kein Dings gestellt gehabt. Keinen Tisch. Ist natürlich auch wieder nicht so prickelnd. So, wir müssen mal gucken, dass wir hier mal wieder ein bisschen Mana-Tee trinken. Also Mana-Tee, finde ich, ist am Monk echt eine der besten Sachen überhaupt. Ich würde auch ehrlich gesagt eher einen Monk dabei haben zum Tank-Healen. Also einfach nur, um beide Tanks auch oben zu halten. Also da ist der Monk einfach Bombe. Ne? Single-Target-Heal ist hier wow. Der Parler ist ja auch ein sehr guter Single-Target-Heal. Und ja, der Monk ist halt für normale heroische Dungeons nicht so geeignet als Heal. Ja, vielleicht bin ich auch einfach blöd, ja. Und man kann den irgendwie auf Gruppenheilung spielen und ich krieg's einfach nur nicht gebacken, den auf Gruppenheilung zu spielen. Aber ich sehe das halt momentan auch nicht so, dass man den irgendwie gut auf Single Target spielen könnte. Auf Gruppen spielen könnte. Ich meine, er hat natürlich seine paar Fähigkeiten. Das war jetzt einfach so ein Video, wie wir hier reinrennen, also in den Zug reinspringen. Und hier ist natürlich auch wieder so eine Sache. Flammenwerfer. Ne? Da muss man eben auch tierisch aufpassen. Die haben einen stackenden Dot. Und der ist auch nicht ohne. Also ihr seht hier, ne, 5 Stacks, 15.000 Feuerdamage. Plus eben eine, ja, Affinität zu Feuerdamage, ne? Also der nimmt auch mehr Schaden dann. Wo ist er denn schon wieder? Also, ja, ne, wo der andere nicht so genau wusste, was er da tut. Er hier weiß es genau und rennt halt auch einfach mal gerade weg durch. Gibt halt keinen Fick auf seine Gruppe, ne? Der ist Tank, der rennt, der kann, der will, der macht. Ja, wir kommen gleich zum zweiten Boss, ne? Also der zweite Boss ist extremst, ja, schwierig eigentlich. Also das ist ehrlich gesagt der schwierigste Boss in dieser Instanz. Ganz einfach, weil, und das werdet ihr gleich auch sehen, da sehr viel Movement auch gefordert ist und man den Boss halt, egal wie gut man equipped ist, nicht einfach runternuken kann. Es geht einfach nicht. Und wenn man halt in der Phase, in der man dann laufen müsste, eben nicht läuft oder man sich halt nicht abspricht mit der Gruppe, kann es halt auch da zu einem Wipe führen. So. Und ich bin mal gespannt, ob die Gruppe das hinkriegt. Also mit Bolias, ja, ist das alles kein Problem mehr. Aber Bolias ist leider auch nicht online, meines Wissens nach. Nein. Bevor ich jetzt was Falsches sage, ne? Olias ist auch nicht online. Und ich renne natürlich auch. Mann, du hast 5 Stacks von dem Ding. Alter Verwalter. Ab und zu mal ein bisschen aufpassen. Augen auf im Straßenverkehr, hat mein Fahrlehrer immer gesagt. Hat auch vollkommen recht, Alter. Kannst du mal bitte aufhören, so heftig zu sterben? Wenn ihr alle, ehrlich gesagt, wenn jeder hier 5 Stacks abbekommt, Mann, wie soll ich das denn noch wegheilen? Das geht doch nicht mehr. Aber er meint auch, er müsste nicht aus dem scheiß AOE rausgehen. Dann geh halt nicht raus. Bleib halt drin stehen. Macht's mir nur schwieriger. Mastery ist das und das ist Haste, okay. Falls ich mal irgendwie Haste brauchen sollte, ne, muss ich mal mein Trinket anschmeißen. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Er ist schon wieder da vorne. Also hinter der Tür ist der Boss. Ja, und wie gesagt, der macht so richtig übel Aua. Und er nimmt gerade so richtig übel Aua.
Also da, ich weiß nicht, wo die Unart herkommt, ja, kein CC mehr zu benutzen. Mann, du bist richtig geil equipped, ja, aber die anderen vielleicht nicht. Obwohl, die sind eigentlich auch, also sehen alle recht gut aus, ne? Also, die sollten zumindest schon mal Highmaul gewesen sein. Mit 290.000 Life. Als DD ist man schon sehr gut equipped. Also, ihr seht, das ist der zweite Boss. Der geht auch recht fix runter. Und sobald er eben runtergeht, ja, sobald er unter einem bestimmten Punkt eben droppt, passiert das, er springt nach hinten und ja, es geht los, ne? Also die er macht zündet sein Sperrfeuer auf Leute mit den Augen, die sollten dann eben hinter Kisten stehen bleiben. Und ja, er rennt halt auch einfach wieder weiter. So, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wo ich mich jetzt hinstellen soll. Also ich versuche mal hier alles so ein bisschen abzufangen, ne? Es ist eigentlich sinnvoll, hier eben in der Mitte sich zu verteilen, weil man dann eben schnell ausweichen kann. Weil der Penner kann nämlich auch so einen Napalmangriff. Und dann kann er nämlich so ein gesamtes Areal anfangen hier zu befeuern. Das seht ihr jetzt auch gerade ganz gut, ne? Da vorne dieses Areal ist alles befeuert. Und das kann er eben auch mit dem normalen machen. Also mit ja, begehbarem Kram, und hier bin ich gerade eigentlich auch nicht so gebraucht. Die Gruppe versteht, was sie tut, ne? Und wenn die Leute sich halt groß hinter die Kisten stellen und das gut machen, dann ist es natürlich auch wieder eine andere Sache, ne? Dann ist der Boss auch nicht so schwer, ist ja auch taktisch jetzt nicht unbedingt so ein übler Brocken. Problem ist halt einfach nur, dass man eben in die Kanonen gehen muss, seine Kanone wegschießen muss, dem Feuer ausweichen und für das Sperrfeuer eben hinter Kisten gehen. Und dann ist eigentlich alles, ja, dann ist eigentlich alles Tofte. Dann passiert den Leuten auch nichts. Und auf Heiler weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, da geht das Sperrfeuer sowieso nicht. Ich glaube, das geht eh nur auf DDs. Aber da bin ich echt überfragt, ne? Also ist auch. Ey, Alter, sag mal, willst du mich verpopoen? Wie hier einfach alles vor mir wegläuft auch, aber. Klar, wenn man das schon gewohnt ist, nun jetzt zum 25. Millionen Mal durchrennt, dann ist es klar, dass man da ein bisschen selbstsicherer ist. Nur unsere Zeit ist langsam abgelaufen, aber den Dungeon machen wir natürlich noch fertig. Wir haben beim letzten Mal, haben wir ja auch kürzer gemacht, ne, wo wir auch wieder im Dungeon gewesen sind. Und da wollen wir jetzt mal schauen, dass wir den auf jeden Fall noch fertig bekommen. Dauert dann zwar ein bisschen, aber gut. Ne, passiert, passiert. Also wie gesagt, sobald die Kanone weg ist, kommt eben nochmal ein letzter Kampf gegen den Boss. Ihr seht, hier ist gerade Feuer. Man kann übrigens auch vom Zug fallen oder springen. Ne, dann verreckt man halt elendig. Finde ich aber lustig. Was ich noch merkwürdiger finde, ist, dass ich diese Bahnstrecke in ganz Gorgrond nicht gesehen habe. Ja, also da muss ich Blizzard sagen, sorry Leute, finde ich nicht gut. Ja, wenn ein Dungeon nicht dem entspricht, was man irgendwo sieht im Gebiet. Ja, dann ist es einfach nicht gut. Und hier eben diese Rail Tracks, die sieht man im Gebiet auch einfach nicht. Und diesen Canyon hier und der ganze Kram, ne? Das ist halt alles was, das man normal nicht so mitbekommt. Oh, ich habe vergessen, ihn zu looten. Nice. Und da finde ich halt einfach, hätte man vielleicht diese Tracks auch irgendwo aufbauen können, ne? Und das auch einfach so machen können, dass man da eben, ja, über Punkte fährt, die man eben kennt, ne? Und das ist ja, also das hätte das alles noch ein bisschen besser gemacht. Aber es, also der Dungeon an sich, ich finde ihn gut, ich finde ihn auch vom Design her in Ordnung. Aber wie gesagt, dieser eine kleine Punkt eben, dass das alles wirklich so mehr oder minder random Design ist, ne? Dass man halt diese ganzen Punkte auch nicht sehen kann, wenn man in Gorgoroth unterwegs ist. Und ich sagen kann, hey, ne? Da bin ich doch schon mal gewesen. Nee, Leute, das geht nicht. Ja, da hätte man der Level-Erfahrung halt mal ein bisschen zuliebe das machen können. Aber der Dungeon ist eigentlich auch nicht lang, also ist auf jeden Fall einer der kürzeren Dungeon. Ne, ist auch logisch. Er ist eben auch schwieriger. Von daher auch nicht so lang. Finde ich okay, hat nur drei Bosse, ne? Gibt ja auch Dungeons, die haben deutlich mehr Bosse. Und wir kommen dann jetzt gleich eben auch zum
Endboss. Ich glaube, der ist sogar hier auf dieser Plattform. Der wird gleich landen. Der müsste auf seinem Rylack fliegen, ne, und die ganze Zeit hier schon uns bombardieren ohne Ende. Ja, da seht ihr es, da kommt er gerade. Und der ist eigentlich auch, der ist eigentlich ziemlich einfach sogar, jetzt im Vergleich zu den ersten beiden. Ja, dieses Rylack macht halt hier mal so eine Schneise, ne, von AOE, da muss man eben raus. Seht ihr jetzt einmal. Oder auch nicht. Ich glaube, fängt vielleicht auch erst gleich an. Aber anfangen wird es auf jeden Fall. Wir holen mal unsere Statue raus. Ne, da seht ihr es schon. Omaxuen mit. Und da sollte man halt einfach rauslaufen. Ansonsten kann der noch Eisfallen legen, dass man eben am Boden auch festgefroren wird. Das kann der alles. Das macht er auch sehr gerne. Da seht ihr frostige Verlangsamung. Verlangsamung ist auch einfach nur eine Frostfalle. Eine Serie von Frostfallen, die er da legt. Und mehr ist es nicht. Also ist nicht großartig schwierig, der Boss. Ist auf jeden Fall mal, ja. Sobald man den zweiten halt geschafft hat, ist der Dungeon so gut wie gewonnen. Ne? Also hier wipen ist sehr unwahrscheinlich und ich bin festgefroren. Na, ihr seht, wenn man nicht aufpasst, passiert sowas. Recht fix. Aber solange eben der Rylack im Moment nicht drüber fliegt, ist eigentlich alles Tofte. Und jetzt kommt noch eine kleine ja, Sequenz, die lasse ich mal laufen, denn die Gruppe ist hier nicht mehr auf uns angewiesen. Wir jagen den Zug in die Luft. So ein bisschen Snowpiercer-mäßig, ne, und crashen dann einfach gleich mit dem Zug auch ab. Da seht ihr mal, ne, wo dieses Grimmgleis-Depot sein soll. Also das habe ich da ehrlich gesagt nicht gesehen und selbst wenn, was würde das denn für einen Sinn machen, ja, wenn das Ding einfach im Kreis fährt? Sag mal, ja, ihr seht, ne, die Gruppe hat uns schon verlassen. Wir haben einen Stab bekommen. Plus 0 Damage, Critical Haste. Ah, der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Critical Haste. Nehmen wir lieber Critical und Haste. Und hier gibt es noch unseren Kern, den wir mitnehmen müssen für Khadgar. Und können jetzt den Dungeon verlassen, ne? Die Folge beenden und sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play WoW Pandaren Monk. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. So eager to meet death. Look then upon the countless faces of your demise. Rise up, Iron Horde! Bring your war chief, their heads.